Lektion 10. Der Warnung, Mahnung, Abmahnung, Modus. Warnung, Mahnung, Abmahnung, Sätze. Absatz 10.1. Der Warnung, Mahnung, Abmahnung, Modus. Der Warnung, Mahnung, Abmahnung, Modus wird verwendet, um Verwarnungen oder Warnungen, Mahnung, Abmahnung, auszudrücken und um Ratschläge zu geben. Traditionell wurde der Warnung, Mahnung, Abmahnung, Modus bezeichnet als Vetitiv, abgeleitet aus dem Lateinischen Vetitum, ein Verbot. Ein Begriff, der abgelehnt werden sollte. Da es sich um einen Übersetzungswissenschaft-Begriff handelt, der gewählt wurde. Weil Übersetzer ein verbales Prädikat in diesem Modus häufig fälschlicherweise darstellen als nicht bedeutungtuend. Ein verbales Prädikat, in dem Warnung, Mahnung, Abmahnung, Modus, tut es nicht, verbieten oder verhindern. Er ist weder in der Form noch in der Bedeutung verneinend, negierend. Er ist eher eine bejahende Affirmation, Form und hat eine von Natur aus warnende, belehrende Bedeutung, nicht eine verbietende. Anmerkung: Der hartnäckige Glaube, die anhaltende Überzeugung, dass die Warnung, Mahnung, Abmahnung, verneinend, negierend ist, rückt die Tatsache wieder in den Mittelpunkt, Fokus, dass sich die Bedeutung einer Spracheinheit in einer Sprache von ihrer Übersetzung in eine andere unterscheidet. Und dass die Grammatik, welche die letztere unterstützt, nicht mit derjenigen Grammatik zu verwechseln ist, welche die erstere unterstützt. Es ist leicht, Beispiele für die Übersetzung zu finden, von einem bejahenden Ausdruck in einen verneinenden, negierenden Ausdruck und umgekehrt. Zum Beispiel: Der bejahende spanische Satz "Parece mentira" kann wiedergegeben werden als "Es scheint nicht möglich zu sein". Und der verneinende, negierende Satz kann wiedergegeben werden als "No se mueva usted". Bleibe stillstehen. Während diese häufig verfügbare Option von bejahend zu negierend, verneinend und umgekehrt offensichtlich mit dem Problem der Warnung, Mahnung, Abmahnung verbunden ist, gibt es dabei einen weiteren Aspekt. Eine Inkompatibilität der Lebensweisen ist ebenfalls daran beteiligt. Um eine einigermaßen komplizierte Situation zu vereinfachen, können wir sagen, dass Nahuatl-Sprecher ein kulturell ausgerichtetes, fokussiertes Interesse haben an Warnung und Vorbeugung, Vorwarnung. Ihre Sprache gibt ihnen einen Warnung, Mahnung, Abmahnung, Modus, aber nicht einen Imperativmodus. Indisch-europäische Sprecher haben ein kulturell fokussiertes Interesse an der Beherrschung, am Kommandieren. Ihre Sprachen haben einen Imperativmodus, aber keinen Warnung, Mahnung, Abmahnung, Modus. Es ist daher nicht verwunderlich, dass indisch-europäische Übersetzer und Grammatiker dazu neigen, verneinende, negierende Befehle zu hören, anstatt bejahende Warnungen, Mahnung, Abmahnung. Vorsicht vor. Hüte dich vor. Oder sei vorsichtig bei. Oder lass mich dich warnen über. Wird fälschlicherweise zu tue nicht Bedeutung. Beachte übrigens, dass das Englische so schlecht mit dem Ausdrücken bejahender Warnungen, Mahnung, Abmahnung ausgestattet ist, dass es dazu neigt, diese im Imperativ zu formulieren. Sich in Acht nehmen. Sich hüten. Sein wie. Und so weiter. Es ist klar, dass das, was direkt in einer Sprache ausgedrückt werden kann, möglicherweise durch Umschreibung
in einer anderen Sprache ausgedrückt werden muss. Absatz 10.2. Bildung des Nicht-Vergangenheit, Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbales Prädikat. Während die Logik vorschreibt, dass es in dem Warnung, Mahnung, Abmahnung, Modus nur einen Nicht-Vergangenheit, Tempus, Zeitform geben kann, werden überraschenderweise verbale Prädikate, die sie manifestieren, festlegen, gebildet auf einem Perfektivwortstamm. Wie in Absatz 7.7 dargestellt, wird das Nicht-Vergangenheit, Warnung, Mahnung, Abmahnung, Prädikat, nur unterschieden bei Verben der Klasse A, von dem Präteritum, Indikativprädikat, wobei der Tempus Morph H ist, anstatt Runde 0. Wie in den drei anderen Klassen. Wie in den Absatz 5.3.3 und Absatz 5.4.4 gezeigt, hat das Subjekt eines Nicht-Vergangenheit, Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbales Prädikat. T. Als morphemisches Füllelement, in der Unterposition, Numerus 1. Der regelmäßige Morph des Morphem tritt nur auf, in Zusammenarbeit mit einem Pluralmorph, bei Numerus 2. Wenn es zusammenarbeitet mit einem Singularmorph in Numerus 2, ist der Numerus 1 Morph, Runde 0. Die Morphe in Numerus 2 sind Runde 0 für Singular. Und entweder Navatl-Teil oder Navatl-Teil für den Plural. Zweiteiler. Singular ist gleich Navatl-Teil. Plural ist gleich Navatl-Teil oder Navatl-Teil. Weil Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbale Prädikate außerhalb eines Satzkontextes keine Übersetzungswerte haben, werden Beispiele in Absatz 10.3 aufgeführt. Hinweis: Für vollständige Grundregeln der Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbale Prädikate, siehe Anhang A. Absatz 10.3. Der bejahende Warnung, Mahnung, Abmahnung, Satz. Durch das Ersetzen eines Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbales Prädikat, durch ein Präsenz, Gegenwart, indikativ verbales Prädikat. Und durch das Einfügen des einleitenden Partikel, Navatl-Teil, wird ein bejahender Behauptungssatz in einen Satz umgewandelt, der ausdrückt, eine Verwarnung oder Warnung, Mahnung, Abmahnung. Das Partikel, Navatl-Teil, ist obligatorisch, verbindlich. Es kann optional, wahlweise, verstärkt werden, durch das adverbialisierte nominale Prädikat, Navatl-Teil, vergeblich. Vergebens. Nutzlos. Siehe Absatz 44.5.3. Navatl-Teil und Navatl-Teil, die hier getrennt geschrieben werden, werden traditionell kompakt geschrieben, als Navatl-Teil. Der Warnung, Mahnung, Abmahnung, Satz, mit einem Subjekt der zweiten Person, ist wie ein direkter Befehl. Vorsicht vor. Hüte dich vor. Bei einem Subjekt der dritten Person ist es wie ein indirekter Befehl. Möge er, sie, diese, auf der Hut sein vor. Er, sie, diese, soll sich hüten vor. Und bei einem Subjekt der ersten Person ist er wie eine Aufforderung, Ansporn. Lasst mich, uns, hüten vor. Vorsicht vor. Natürlich müssen die Übersetzungen nicht auf die, in diesen Beispielen, beschränkt sein. Jede Darstellung, Wiedergabe, die ein Gefühl der Warnung vermittelt, ist gültig. Aber eine Übersetzung einer bejahenden Warnung, Mahnung, Abmahnung, die beginnt mit, tue nicht, ist jedoch nicht akzeptabel.
Tue nicht. Setzt einen verneinenden, negierenden Befehl voraus, der durch die Konstruktion in Absatz 9.9 ausgedrückt wird. Noch ist gültig. Möge, darf, Bedeutung nicht. Weil Warnungen, Mahnung, Abmahnung keine Wünsche sind, wie in Absatz 9.6. Die folgenden Beispiele werden dargestellt übereinstimmend mit der Verbwortstammklasse. Erstens. Klasse A, Verbwortstamm. Behauptung. Navatelteil. Präteritum. Navatelteil. Ich schreie. Ich bin am Schreien. Warnung. Navatelteil. Lass mich aufpassen, dass ich nicht schreie. Ich hüte mich vor dem Geschrei. Ich muss aufpassen, dass ich nicht schreie. Ich darf nicht schreien. Ich schreie besser nicht. Ich sollte besser nicht schreien. Es ist keine gute Idee für mich, zu schreien. Behauptung. Navatelteil. Präteritum. Navatelteil. Sie schreien. Sie sind am Schreien. Warnung. Navatelteil. Mögen Sie sich davor hüten, zu schreien. Sie müssen darauf achten, nicht zu schreien. Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht schreien. Und so weiter. Zweitens. Klasse B, Verbwortstamm. Behauptung. Navatelteil. Präteritum. Navatelteil. Du fällst. Du bist am Hinfallen. Hier ist Quadrat 0. Eine morphische Variante von K. Warnung. Navatelteil. Hüte dich vor dem Fallen. Vorsicht vor dem Sturz. Achte darauf, dass du nicht hinfällst. Sei vorsichtig beim Fallen. Gib Acht, dass du nicht hinfällst. Pass auf, damit du nicht hinfällst. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Und so weiter. Hier ist das. Quadrat 0. Eine morphische Variante von T. Behauptung. Navatelteil. Präteritum. Navatelteil. Wir fallen. Wir sind am Hinfallen. Warnung. Navatelteil. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht hinfallen. Hüten wir uns vor dem Sturz? Wir müssen darauf achten, aufpassen, dass wir nicht hinfallen. Drittens. Klasse C, Verbwortstamm. Behauptung. Navatelteil. Präteritum. Navatelteil. Er flieht. Er ist am Fliehen. Hier ist Quadrat 0. Eine morphische Variante von K. Warnung. Navatelteil. Möge er sich davor hüten, zu fliehen. Er muss aufpassen, dass er nicht flieht. Er darf nicht fliehen. Und so weiter. Hier ist Quadrat 0. Eine morphische Variante von T. Behauptung. Navatelteil. Präteritum. Navatelteil. Ihr flieht. Ihr seid am Fliehen. Warnung. Navatelteil. Hütet euch vor der Flucht. Vorsicht vor der Flucht. Achtet darauf, dass ihr nicht flieht. Und so weiter. Viertens. Klasse D, Verbwortstamm. Behauptung. Navatelteil. Präteritum. Navatelteil. Ich esse. Ich bin am Essen. Hier ist Quadrat 0. Eine morphische Variante von K. Warnung. Navatelteil. Lass mich aufpassen, dass ich nicht esse. Ich möchte mich vor dem Essen hüten. Und so weiter. Hier ist
Quadrat 0. Eine morphische Variante von T. Behauptung. Nawattelteil. Präteritum. Nawattelteil. Wir essen. Wir sind am Essen. Warnung. Nawattelteil. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht essen. Hüten wir uns vor dem Essen. Anmerkung. Alle der oben genannten Warnung, Mahnung, Abmahnung, Sätze, hätten beginnen können mit Nawattelteil, anstatt nur mit Nawattelteil. Hinweis. Die Formeln zum Übersetzen, indirekter Warnung, Mahnung, Abmahnung, Sätze, mit einem animierten, lebhaften, regen, Subjekt. Lass, hüten vor. Lass, aufpassen, so dass nicht. Und so weiter. Sind im Englischen nicht geeignet, wenn das Subjekt nicht animiert ist. Eine Warnung, Mahnung, Abmahnung, wie Nawattelteil, könnte übersetzt werden mit es, zum Beispiel, Krieg, sollte hier nicht gemacht werden, stattfinden. Oder es wäre unerwünscht, wenn es hier gemacht würde. Es ist nicht zu übersetzen als möge es hier nicht gemacht werden, stattfinden. Nochmals. Eine Warnung, Mahnung, Abmahnung ist kein Wunsch. Es ist ein Urteil, Beurteilung, Entscheidung, das als Ratschlag ausgedrückt wird. Absatz 10.4. Der verneinende, negierende, Warnung, Mahnung, Abmahnung, Satz. Ein Satz, der eine verneinende, negierende, Warnung, Mahnung, Abmahnung, ausdrückt, traditionell bezeichnet mit dem unglücklichen Begriff positiver Vetativ. Resultiert aus einer Transformation, Umwandlung, einer verneinenden Behauptung, die enthält ein Präsens, Gegenwart, indikativ verbales Prädikat. Das verneinende, negierende Präfix, Nawattelteil, wird angehängt an das Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbale Prädikat, und die Zusammenstellung, Nawattelteil, tut den Satz obligatorisch, verbindlich, einführen. Der verneinende, negierende, Warnung, Mahnung, Abmahnung, Satz, tut ausdrücken eine Aufhebung einer Warnung. Es ist eine Empfehlung, eine Warnung abzulehnen, zu verwerfen. Behauptung. Nawattelteil. Präteritum. Nawattelteil. Ich bin nicht absteigend. Ich steige nicht ab. Ich bin nicht am Absteigen. Warnung. Nawattelteil. Lasst mich nicht davor zurückschrecken, herabzusteigen. Das heißt, lasst mich sicher sein, dass ich absteigen werde. Behauptung. Nawattelteil. Präteritum. Nawattelteil. Du wirst nicht fortgehen. Hier ist Quadrat 0. Ein Morph des Morphems. K. Warnung. Nawattelteil. Hüte dich nicht davor, zu gehen. Pass nicht auf, zu gehen. Das heißt, vergewissere dich, dass du gehst. Sei sicher zu gehen. Sei vorsichtig, wenn du gehst. Quadrat 0. Ist eine Variante von T. Behauptung. Nawattelteil. Präteritum. Nawattelteil. Wir nehmen kein Bad. Warnung. Nawattelteil. Lasst uns nicht davor zurückschrecken, ein Bad zu nehmen. Hüten wir uns nicht vor einem Bad. Lass uns sicher sein, dass wir ein Bad nehmen. Nehmen wir unbedingt ein Bad. Behauptung. Nawattelteil. Präteritum. Nawattelteil. Er trägt es nicht. Hier ist Quadrat 0. Ein Morph des Morphems. K.
Warnung. Navatl-Teil. Möge er sich nicht davor hüten, es zu tragen. Das heißt, er soll es unbedingt tragen. Lass ihn sicher sein, es zu tragen. Er sollte es auf jeden Fall tragen. Und so weiter. Das Quadrat 0 ist ein Morph des Morphems. T. Absatz 10.5. Zusammenfassung der verbales Prädikat Kontraste, Gegenüberstellungen. Um die Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, gewisser verbaler Prädikate zu verdeutlichen, tun die folgenden Grundregeln, die Kontraste, Gegensätzlichkeiten, zusammenfassen, zwischen der Warnung, Mahnung, Abmahnung, den Nicht-Vergangenheit-Optativ, den Präsenz, Gegenwart, Indikativ und den Präteritum-Indikativ, verbalen Prädikaten. Die Person 1, Morphe, Navatl-Teil und Navatl-Teil unterscheiden immer ein zweite Person, optativ-verbales Prädikat, von einem Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbalen Prädikat. Die verbalen Prädikate mit Pluralsubjekten sind immer unterscheidbar. Erstens, Klasse A, Verben. Indikativ Präteritum, Navatl-Teil. Warnung, Nicht-Vergangenheit, Navatl-Teil. Optativ Nicht-Vergangenheit, Navatl-Teil. Indikativ Präsenz, Navatl-Teil. Bemerkungen. Die Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbalen Prädikate und die Nicht-Vergangenheit, optativ-verbalen Prädikate, unterscheiden sich in allen Formen. In Texten, die nicht den Glottalstopp darstellen, muss man jedoch aufpassen, vorsichtig sein, weil diese in der erste Person und dritte Person, Singularform, nicht unterscheidbar sind. Somit, zum Beispiel, bei der Übersetzung von Navatl-Teil in einem solchen Text, muss man wählen zwischen den gegenteiligen Begriffen. Er soll schreien. Lass ihn schreien. Und er soll sich vor dem Geschrei hüten. Die erste Person und dritte Person Singular, verbalen Prädikate, des Nicht-Vergangenheit-Optativ, sind identisch mit den entsprechenden, Präsenzindikativ, verbalen Prädikaten. Unterscheiden sich jedoch von ihnen, durch das Vorhandensein von Navatl-Teil. Die erste Person und dritte Person Plural, verbalen Prädikate, des Präsenzindikativ, sind oberflächlich identisch, mit den zweite Person und dritte Person Singular, verbalen Prädikaten, der Warnung, Mahnung, Abmahnung. Aber letztere werden unterschieden, durch das Vorhandensein von Navatl-Teil. Beachte, dass die Ähnlichkeit der verbalen Prädikate nur offensichtlich ist, aber nicht real, tatsächlich. Das Suffix H ist ein Tempusmorph in der Warnung, Mahnung, Abmahnung und ein Numerus 1, Füllwort, im Präsenzindikativ. Warnung. Navatl-Teil. Vorsicht vor dem Geschrei. Hüte dich vor dem Schreien. Indikativ. Navatl-Teil. Wir schreien. Wir sind am Schreien. Zweitens. Klasse B, Verben. Indikativ Präteritum, Navatl-Teil. Warnung nicht Vergangenheit, Navatl-Teil. Optativ nicht Vergangenheit, Navatl-Teil. Indikativ Präsenz, Navatl-Teil. Bemerkungen. In allen verbalen Prädikaten unterscheidet sich die Warnung, Mahnung, Abmahnung deutlich vom Optativ. Die Warnung, Mahnung, Abmahnung, obwohl die singular-verbalen Prädikate identisch sind mit den singular-präteritum-indikativ-verbalen Prädikaten, wird unterschieden durch das Partikel Navatl-Teil. Wenn dem Präteritum-indikativ-verbalen Prädikat
dass Vorgängeranordnung Partikel vorangestellt ist, dann ist dieses ebenfalls unverwechselbar, weil dieses Partikel nicht mit der Warnung, Mahnung, Abmahnung auftreten kann, da es sich um einen Nicht-Vergangenheit-Tempus handelt. Die erste Person und dritte Person Singular, verbalen Prädikate, des Präsens Indikativ und des Nicht-Vergangenheit Optativ, sind identisch. Aber letztere unterscheiden sich jedoch durch das Vorhandensein von Nawatl-Teil. Die Präteritum Optativ, verbalen Prädikate, unterscheiden sich von den Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbalen Prädikaten, durch das Fehlen des Vorgängeranordnung Partikel, das den letzteren verbalen Prädikaten vorangestellt ist. Warnung, Nawatl-Teil. Präteritum Optativ, Nawatl-Teil. Drittens. Klasse C, Verben. Indikativ Präteritum, Nawatl-Teil. Warnung nicht Vergangenheit, Nawatl-Teil. Optativ nicht Vergangenheit, Nawatl-Teil. Indikativ Präsenz, Nawatl-Teil. Bemerkungen. Die Warnung, Mahnung, Abmahnung und das Nicht-Vergangenheit-Optativ unterscheiden sich in allen verbalen Prädikaten. In Texten, die nicht den Glottalstopp darstellen, muss man jedoch aufpassen, vorsichtig sein, weil diese bei den erste Person und dritte Person Singular verbalen Prädikaten nicht zu unterscheiden sind. Also zum Beispiel bei der Übersetzung von Nawatl-Teil in einem solchen Text muss man wählen zwischen den entgegengesetzten Begriffen. Lass mich fliehen. Und lass mich aufpassen, dass ich nicht fliehe. Ich möchte mich vor der Flucht hüten. In den singular-verbalen Prädikaten ist die Warnung, Mahnung, Abmahnung identisch mit dem Präteritum indikativ, unterscheidet sich aber durch das Vorhandensein von Nawatl-Teil. Wenn einem Präteritum indikativ, verbalen Prädikat, das Vorgängeranordnung Partikel vorangestellt ist, dann ist dies ebenfalls unverwechselbar, weil dieses Partikel bei den Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbalen Prädikaten, nicht auftreten, vorkommen, kann. Die Präteritum Optativ, verbalen Prädikate, unterscheiden sich von den Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbalen Prädikaten, durch das Fehlen des Vorgängeranordnung Präfix, in den letzteren verbalen Prädikaten. Warnung, Nawatl-Teil. Präteritum Optativ, Nawatl-Teil. Viertens. Klasse D, Verben. Indikativ Präteritum, Nawatl-Teil. Warnung nicht Vergangenheit, Nawatl-Teil. Optativ nicht Vergangenheit, Nawatl-Teil. Indikativ Präsenz, Nawatl-Teil. Bemerkungen. Die pluralverbalen Prädikate unterscheiden sich immer in Bezug auf andere pluralverbalen Prädikate. Die singularverbalen Prädikate der Warnung, Mahnung, Abmahnung und des Nicht-Vergangenheit-Optativ unterscheiden sich durch den Glottalstopp in den Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbalen Prädikaten. Die zweite Person, verbalen Prädikate, werden weiter unterschieden, durch das zweite Person-Füllwort, in der Person 1, Unterposition. In Texten, die nicht den Glottalstopp darstellen, ist jedoch Vorsicht geboten, weil die erste Person und dritte Person, verbalen Prädikate, nicht zu unterscheiden sind. Also zum Beispiel bei der Übersetzung von Nawatl-Teil in einem solchen Text muss man wählen zwischen den entgegengesetzten Bedeutungen. Lass mich vor dem Essen hüten. Ich möchte mich vor dem Essen hüten. Und lass mich essen. Übung 10. Der Warnung, Mahnung, Abmahnung, Modus. Warnung, Mahnung, Abmahnung, Sätze. 10a. Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbale Prädikate.
Analysiere und übersetze. 1. Navatl-Teil. Lass mich aufpassen, dass ich es, sie, Plural, nicht zurücklasse. Navatl-Teil. Hüten wir uns davor, es, sie, Plural, zu verlassen. 2. Navatl-Teil. Hüte dich davor, dich zu dehnen. Navatl-Teil. Hütet euch davor, euch zu dehnen. Vorsicht vor dem Ausstrecken. 3. Navatl-Teil. Lass ihn, sie, Plural, sich davor hüten, im Zorn, vor Wut, die Stirn zu runzeln. Navatl-Teil. Lass sie sich davor hüten, im Zorn, vor Wut, die Stirn zu runzeln. 4. Navatl-Teil. Lass sie sich davor hüten, Dinge zu bewegen. Sie sollen sich davor hüten, Dinge aufzurühren. Navatl-Teil. Lass ihn, sie, Plural, sich davor hüten, Dinge zu bewegen. 10b. Warnung, Mahnung, Abmahnung und Optativ, verbale Prädikate. Identifiziere den Tempus und den Modus des verbalen Prädikat und übersetze. Beispiel. Navatl-Teil. Navatl-Teil. Warnung, Mahnung, Abmahnung. Hüte dich davor, es zu machen. Hüte dich davor, es zu tun. Navatl-Teil. Präteritum optativ. Wenn du es nur gemacht, geschafft, hättest. Wenn du es nur getan hättest. 1. Navatl-Teil. Ermahnung. Er soll sich davor hüten, auszugehen. Navatl-Teil. Präteritum optativ. Wenn er nur ausgegangen wäre. 2. Navatl-Teil. Präteritum optativ. Wenn ich nur nicht aufgestanden wäre. Navatl-Teil. Ermahnung. Lass mich aufpassen, dass ich nicht aufstehe. Lass mich sicher gehen, dass ich aufstehe. Lass mich aufstehen. 3. Navatl-Teil. Ermahnung. Wir sollten uns davor hüten, uns, irgendwo, zu verstecken. Hüten wir uns davor, irgendwo, aufzuhören. Hüten wir uns davor, irgendwo anzuhalten. Navatl-Teil. Nicht Vergangenheit optativ. Lasst uns still sein. Lasst uns ruhig werden. Lasst uns aufhören. Lasst uns einen Zwischenstopp einlegen. 4. Navatl-Teil. Ermahnung. Mögen Sie sich davor hüten, es, sie, Plural, zu backen. Sie soll sich davor hüten, es, sie, Plural, zu backen. Navatl-Teil. Nicht Vergangenheit optativ. Lass sie es, sie, Plural, backen. 5. Navatl-Teil. Ermahnung. Hütet euch davor, es, sie, Plural, zu errichten. Navatl-Teil. Präteritum optativ. Hättet ihr es, sie, Plural, nur aufgestellt. Wenn ihr es, sie, Plural, nur errichtet hättet. 10c. Die Warnung, Mahnung, Abmahnung, Satzumänderung, Umwandlung. Absatz A. Analysiere und übersetze den Quellebehauptungssatz. Absatz B. Verwandle diesen in einen analysierten, ausgewerteten Warnung, Mahnung, Abmahnung, Satz. Absatz C. Schreibe das Ergebnis auf und übersetze. Beispiel 1. Navatl-Teil. Absatz A. Navatl-Teil. Ihr macht es, sie, Plural. Absatz B. Navatl-Teil. Absatz C. Navatl-Teil. Hütet euch davor,
es, sie, Plural, zu machen. Beispiel 2. Navatl-Teil. Absatz A. Navatl-Teil. Er verlässt es, sie, Plural, nicht. Absatz B. Navatl-Teil. Absatz C. Navatl-Teil. Möge er sich davor hüten, es, sie, Plural, nicht zu verlassen? Lasst ihn sicher sein, dass er es, sie, Plural, bei sich behält. Er soll es, sie, Plural, unbedingt verlassen. 1. Navatl-Teil. Absatz A. Navatl-Teil. Du errichtest es, sie, Plural. Absatz B. Navatl-Teil. Absatz C. Navatl-Teil. Hüte dich davor, es aufzustellen, zu errichten. 2. Navatl-Teil. Absatz A. Navatl-Teil. Ihr rührt keine Sachen um. Absatz B. Navatl-Teil. Absatz C. Navatl-Teil. Hütet euch davor, Dinge nicht umzurühren. Achtet darauf, Dinge umzurühren. 3. Navatl-Teil. Absatz A. Navatl-Teil. Ich fange an, ich beginne. Absatz B. Navatl-Teil. Absatz C. Navatl-Teil. Lass mich aufpassen, dass ich anfange. Ich möchte mich vor dem Anfang hüten. 4. Navatl-Teil. Absatz A. Navatl-Teil. Sie backt Sachen. Absatz B. Navatl-Teil. Absatz C. Navatl-Teil. Lass sie aufpassen, dass sie nichts backt. Sie soll sich vor Backwaren hüten. 5. Navatl-Teil. Absatz A. Navatl-Teil. Wir jagen nichts. Absatz B. Navatl-Teil. Absatz C. Navatl-Teil. Hüten wir uns davor, etwas nicht zu jagen? Lasst uns sicher sein, dass wir etwas jagen. 6. Navatl-Teil. Absatz A. Navatl-Teil. Sie setzen sie auf. Sie sind dabei, sie anzulegen. Sie tragen sie. Absatz B. Navatl-Teil. Absatz C. Navatl-Teil. Mögen sie sich davor hüten, sie anzuziehen? Sie sollen sich davor hüten, sie anzuziehen. Mögen sie sich davor hüten, sie zu tragen? Sie sollen sich davor hüten, sie zu tragen. 10. Die Warnung, Mahnung, Abmahnung, Sätze. Spreche aus und übersetze. 1. Navatl-Teil. Hütet euch davor, mich einzusperren. 2. Navatl-Teil. Mögen sie sich davor hüten, es, sie, Plural, zu backen? Lass sie aufpassen, dass sie es, sie, Plural, nicht backen. 3. Navatl-Teil. Hüten wir uns davor, ihn, sie, Plural, zu schimpfen, schelten. 4. Navatl-Teil. Achte darauf, dass du keine Flüssigkeit aus es herausdrückst. Achte darauf, dass du Flüssigkeit aus es herauspresst. Achte darauf, Flüssigkeit herauszudrücken. 10. Übersetzung von Englisch nach Navatl. Übersetze die englischen Sätze mit den aufgeführten Verbwortstämmen ins Navatl. Klasse B. Navatl-Teil. Etwas schließen. Klasse A. Navatl-Teil. Jemanden schelten. Jemanden tadeln. Klasse C. Navatl-Teil. Etwas verbergen, verstecken. Navatl-Teil. Jemanden verstecken. Metaphorisch.
Jemanden töten. Klasse A. Navattelteil. Etwas trinken. 1. Navattelteil. Lass sie sicher sein, gehen, dass sie es schließen. Sie sollen es unbedingt schließen. Lass sie es unbedingt schließen. 2. Navattelteil. Hüten wir uns davor, sie zu töten. 3. Navattelteil. Hüte dich davor, es zu trinken. 4. Navattelteil. Hütet euch davor, ihn zu schelten, schimpfen. 5. Navattelteil. Ich muss es unbedingt verstecken. Ich muss sicher sein, es zu verstecken. 10f. Überprüfe. Antworte. 1. Welche Informationen werden vom Runde 0, Träger, in der Person 2, Unterposition, eines Subjektpronomen, übermittelt? Nominativfall, Kasus. 2. Welche Rolle spielt beim Subjekt Personalpronomen, Navattelteil, der? C. Morphische Träger. Es ist der Träger für den Numerusverbinder Morph. 3. Welche Informationen tragen in einem Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbalen Prädikat, die verschiedenen Träger? H. Und. Runde 0. Welche Verbwortstammklassen benötigen welche Variante? Nicht Vergangenheit Tempus, Zeitform. Klasse A, fordert. H. Die Klassen B, C und D fordern. Runde 0.